könnt das wieder gut machen. Ihr könnt kräftig mitsingen. Der Text ist relativ einfach. Es ist einfach bloß ein A, ein langgezogenes A jeweils. Wer damit Schwierigkeiten hat, ich habe hier auch Textblätter liegen, kann ich verteilen. Aber ich bin ganz sicher, das kriegt ihr hin. Achtet auf mich, ich mach's so und ihr macht. So sieht's aus. Ich bin verliebt in das Licht hier. Normalerweise ist Peter links von mir, dass ich den genau weiß, was er macht. Oder was ich ihm erlaube. Nee, dann kommt das schon vor. Okay. Ich bin verliebt in das Mädchen aus dem Radio. Mein Herz rastet völlig aus, weil ich nur ihre Stimme. Die GEZ bekommt gerade äußerst große Ohren. Die wissen, wie es in mir ausschaut. Die wollen mich um jeden Preis. Die sind hier echt ganz heiß, doch zu erfahren, welchen Draht ich zu ihr habe. Und was ich gerade tue, wo ich gerade bin und was ich tue, wenn ich sie höre. Und was sie alles weiß, sie wollen, dass ich für sie bezahle. Da wo ich herkomme, gibt's das auch. Da nennt man sowas nur Strich. Doch das will ich nicht. Ich war noch niemals im Bordell. Ich hab noch nie dafür gelebt. Und die Juden von der GEZ sollen doch nach Hause gehen. Ich hab noch nie den Puff von ihnen gesehen. Kann so ein Exot mit mir nicht verstehen. Von mir bekommt niemand eigen Ariane. Weil ich für Liebe nicht bezahlen will. Und auch nicht kann. Schon mal erwähnt hab, verteilen Hörfunkzeitschriften im Treppenhaus, schauen, wer sich dran bedient hat. Es ruft mich lassive Schnitten aus dem Callcenter an und belabern mich, dass ich bei 90,3 was gewinnen kann. Den Lauschangriff gleich eingeplant, steht zum Pärchen vor der Tür. Spitzel von der GEZ ist ganz klar, die wollen zu mir. Sie wollen, dass ich für sie bezahle. Da wo ich herkomme, gibt's das auch. Da nennt man sowas Strich. Doch das will ich nicht. Ich war noch niemals im Modell. Ich hab noch nie dafür gelebt. Und die Juden von der GEZ sollen doch nach Hause gehen. Von ihr bekommt niemand eine Ariane, weil ich für Liebe nicht bezahlen muss und auch nicht Peter Wiese, zweite Stimme. Patrick, erste Stimme.